Ich rufe auf den Zusatzpunkt 2, Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP mit dem Titel Sitzordnung im Plenarsaal des Bundestages. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und jetzt muss ich die richtige Reihenfolge nehmen. So, da sind wir wieder rechtzeitig zurück, denn hier ist gerade aufgerufen die schon angekündigte Debatte Zusatzpunkt 2 des heutigen Debattentages Sitzordnung im Plenarsaal des Bundestages. Sie kennen das Ansinnen der FDP-Fraktion, nicht mehr weiter außen sitzen zu wollen, also direkt neben der AfD, sondern in die Mitte zu rücken. Und da hat sich die Koalition insgesamt angeschlossen und die Begründung dazu jetzt von Irene Mihalic. Ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt hier diese Debatte in der Sache führen müssen, weil ich erstens ehrlich gesagt davon ausgegangen bin, dass alle Argumente zu diesem Punkt bereits ausgetauscht sind und zweitens versuche mir vorzustellen, wie eine solche Debatte auf die Menschen in unserem Land wirkt, angesichts der vielen Probleme, die wir jetzt zu bewältigen haben. Ja, wir haben die Debatte nicht angezettelt, meine Damen und Herren. Ja? Wir als Mitglieder des Deutschen Bundestages müssen uns wirklich multiplen Problemlagen dringend mit Kraft und mit Lösungswillen widmen, ob das die Klimakrise ist, ob das die Pandemie ist oder auch die terroristische Bedrohung. Und nun führen wir hier eine Debatte zur Sitzordnung, nun denn. Aber ich will diese Frage gar nicht trivialisieren, ja? Denn sie ist in diesem konkreten Fall für mindestens zwei Fraktionen hier im Haus von sehr großer Bedeutung. Aber man sollte diese Frage auch nicht überhöhen, meine Damen und Herren. Die Sitzordnung des Deutschen Bundestages ist nicht in Stein gemeißelt. Sie folgt ganz grob der Einordnung von Fraktionen im politischen Koordinatensystem. Ganz grob, aber mehr auch nicht. Und in der Mitte, meine Damen und Herren, und in der Mitte wähnt sich ja dabei fast jede Partei. Und wenn wir uns die Sitzordnung in den Landtagen anschauen, dann finden wir da auch kein einheitliches System vor, sondern so ziemlich jede irgendwie denkbare Konstellation. Und ja, es stimmt, wir haben die Sitzordnung auf diese Weise noch nie geändert, was aber nicht bedeutet, dass es daran nie ein Interesse gab. Und da steht jede Legislaturperiode für sich. Die FDP wollte schon bei ihrem Wiedereinzug in den Bundestag 2017 eine Veränderung der Sitzordnung. Damals hat sich die CDU-CSU durchgesetzt. Jetzt zu sagen, das war doch schon immer so, ist natürlich nachvollziehbar, aber inhaltlich auch ein denkbar schwaches Argument, meine Damen und Herren. Für uns erscheint der Wunsch der FDP nach einer Veränderung mindestens genauso nachvollziehbar wie der Wunsch der Union, alles so zu belassen, wie es jetzt ist. Daher zeigen wir uns in dieser Frage mit unserem Koalitionspartner solidarisch und stimmen für die Veränderung der Sitzordnung. Doch, und das lassen Sie mich bitte noch sagen, doch wir appellieren auch an beide Fraktionen, meine Damen und Herren, in gegenseitigem Respekt und in Anerkennung des Standpunktes des jeweils anderen im Laufe dieser Wahlperiode einen Dialog über den Zusammenhang politischer Selbstverordnung und Sitzordnung zu führen, damit wir nicht in 4 Jahren wieder hier stehen und die gleiche Debatte erneut führen müssen. Ganz herzlichen Dank. Irene Mihalic war das, erste parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es geht um die Sitzordnung hier im Bundestag. Es geht um den Wunsch der FDP, in die Mitte zu rücken. Und das würde bedeuten, dass die Unionsfraktion ein bisschen aus dem Präsidium Sicht nach rechts rücken muss. Thorsten Frey wird jetzt seine Sicht der Dinge darlegen. Er ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion und gegen diese Idee. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Dr. Mihalic, wenn Sie hier von Respekt sprechen, dann will ich Ihnen gleich sagen, dass wir das Verhalten der Koalitionsfraktionen als Ausdruck von Respektlosigkeit empfinden. Nicht anders kann man das nennen, was Sie hier beantragt haben. Das meine ich in der Sache, das meine ich aber auch in der Form. Sie haben hier einen Antrag vorgelegt, der nicht einen einzigen Satz der Begründung enthält. Keinen einzigen Satz. Und darüber hinaus,
Also wir haben Ihnen diese Debatte nicht aufgedrängt. Wir haben Ihnen vor allen Dingen diesen Tagesordnungspunkt nicht aufgedrängt. Aber dass Sie hingehen und diesen Punkt vor Weihnachten ohne Debatte still und heimlich durch den Bundestag zu treiben, das ist wirklich der Gipfel der Respektlosigkeit. Und das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen. Da werden die Menschen nämlich sehen, dass das ganz offensichtlich die Themen sind und die Probleme, die für die Koalitionsfraktionen aktuell die beherrschenden und die wichtigen sind. Wir sehen das anders, aber zu glauben, das über die kalte Küche zu machen, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und ich will Ihnen einfach auch nur sagen, Sie haben wirklich nur wenige Tage gebraucht, um den ersten wichtigen Punkt Ihres eigenen Koalitionsvertrages ad acta zu legen. Da steht nämlich geschrieben, wir wollen den Deutschen Bundestag wieder zum zentralen Debattenort in der Politik machen. Und das tun Sie eben gerade nicht. Der Punkt gilt offensichtlich nur dann, wenn die Debatten Ihnen angenehm sind, wenn sie Ihnen in Ihren Interessen entsprechen. Und ansonsten halten Sie sich nicht daran. Ich will an dieser Stelle gerne Folgendes sagen. Es gibt im Grunde genommen klar durchsichtige parteipolitische Gründe, warum Sie das machen. Sie möchten uns von unseren Plätzen an den Rand des Plenums drücken. Sie möchten einen monolithischen Regierungsblock in der Mitte statuieren. Sie möchten für die Mehrheit die zentralen Plätze hier im Plenum haben. Und das ist nicht in Ordnung. Und liebe Frau Dr. Mihalic, ich muss Ihnen sagen, es ist ja nicht nur so, dass seit mehr als 70 Jahren die Sitzordnung im Deutschen Bundestag so ist, wie sie ist, sondern wenn Sie sich erinnern an das Jahr 1983, da sind die Grünen in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und es war die CDU-CSU-Fraktion, die Ihnen einen zentralen Platz zwischen SPD und Union zugebilligt hat, weil wir erkannt haben, dass es wichtig ist, dass auch Mehrheitsfraktionen der Minderheit einen zentralen Ort im Parlament belassen. Das ist auch eine Frage der Repräsentanz. Das ist auch eine Frage des Erscheinungsbildes des Parlaments. Und deswegen ist es für mich, was Sie hier tun, ein Zeichen großer Schwäche. Das muss ich wirklich sagen. Es ist ein Zeichen von Kleinkariertheit, weil Sie sich nicht um die wesentlichen Themen kümmern, sondern weil Sie sich auf Nebenkriegsschauplätzen tummeln. Und ich will Ihnen eines sagen, respice finem, bedenken Sie das Ende. Eigentlich hat doch jeder hier in diesem Rund die Erfahrung, dass im Parlamentarismus, in der Demokratie, jede Mehrheit zur Minderheit und jede Minderheit zur Mehrheit werden kann. Wenn Sie das zur Disposition stellen, wenn Sie einen solchen Comment zur Disposition stellen, dann müssen Sie damit leben, dass in Zukunft auch Sie dorthin platziert werden, wo Sie nicht hin möchten. Was werden Sie denn sagen, wenn irgendwann mal die AfD zwischen Grünen und FDP platziert wird? Dann möchte ich gerne mal Ihre Kommentare hören. Ich bin sicher, Sie werden als Zauberlehrling enden, weil Sie die Geister, die Sie heute rufen, nicht mehr loswerden. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Brandner? Dann an sich gerne, aber ich glaube, das tut jetzt wirklich nichts zur Sache. Ich möchte zu meiner Schlussbemerkung kommen. Das, was ich eben angesprochen habe, bedenke das Ende. Das hat eine populäre Vertreterin dieses Hauses frühzeitig erkannt. Deswegen möchte ich gerne mit Erlaubnis der Frau Präsidentin gerne zitieren, und zwar die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die am 23. November in der Berliner Zeitung Folgendes gesagt hat, das ist nur wenige Tage her. Ich rate den Fraktionen, Fragen wie die Sitzordnung einvernehmlich zu lösen. Denn natürlich birgt es Konflikte, wenn man jetzt nicht einfach mit Mehrheit bestimmt, dass eine Fraktion gegen ihren Willen umziehen muss. Am Ende fangen wir nach jeder Wahl an, über die Sitzordnung zu streiten. Zitat Ende. Besser kann man es nicht sagen. Unser Ratschlag, nehmen Sie Ihren Antrag, gehen Sie zurück in den Ältestenrat, ziehen Sie ihn zurück, lernen Sie Respekt.
Eigentlich ganz unwichtiger Punkt, den Thorsten Freider macht. Normalerweise werden solche Sachen tatsächlich im Ältestenrat besprochen. Wir werfen einen Blick in den Plenarsaal. Da hat im Moment die Unionsfraktion am besten mobilisiert. Auch die Grünen sind nahezu komplett in dieser Debatte schon. Und so nach und nach füllen sich jetzt auch die Reihen der SPD-Fraktion, weil das wäre ja ein Ding, wenn hier am Ende dieser Debatte eine Ampelkoalition möglicherweise nicht so präsent wäre wie nötig, um für diesen Antrag eine Mehrheit hier zu bekommen. Also ganz schön viel los hier im Plenarsaal in diesen Minuten zu einem Thema, das wahrscheinlich nicht entscheidend sein wird für die Politik der Ampelkoalition, aber die offensichtlich vielen Abgeordneten sehr, sehr wichtig ist. Merken Sie jetzt gerade am rhythmischen Applaus für die Rede von Thorsten Frey. Eigentlich sollte nämlich jetzt beginnen Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Der kriegt jetzt auch viel Applaus, aber natürlich aus seinen Reihen. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Regierungen, die gibt es in jedem Staat, aber Parlamente, die gibt es nur in Demokratien. Und deshalb sind Organisationsfragen des Parlamentarismus auch nicht egal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass wir hier im Plenum darüber sprechen. Und dass wir es diese Woche darüber sprechen, das liegt ja in der Natur der Sache. Denn um zu funktionieren, muss sich ein Parlament konstituieren. Und das tun wir diese Woche mit der Konstituierung der Ausschüsse. Und deshalb ist es doch auch klar, dass wir, wenn wir von der vorläufigen zur dauerhaften Ordnung dieses Bundestages für diese Legislatur übergehen, dass wir die Frage der Sitzordnung ein für alle Mal entscheiden. Diese Woche, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und das ist richtig. Und wir klären diese Frage allein deshalb ausnahmsweise nicht im Ältestenrat, sondern hier im Plenum, weil Sie nicht mit sich haben reden lassen. Diese Frage kommt doch wahrlich nicht überraschend. Wir haben sie aufgebracht 2017, als wir erstmalig in den Bundestag als erneuerte FDP zurückgekehrt sind. Sie wollten nicht mit sich reden lassen. Sie war Gegenstand im Vorältestenrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie war Gegenstand von medialen Debatten. Sie war Gegenstand des allerersten Interviews, das Thorsten Frey als Kollege erster PGF und ich gemeinsam hier gegeben haben. Jetzt tun Sie doch nicht so, als würde hier ein Hauruck-Verfahren erfolgen. Die Kollegin Mialisch hat es gesagt. Die Argumente sind ausgetauscht. Wir müssen entscheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und das machen wir heute. Worum es geht, ist eine ganz einfache Frage, nämlich das Links-Rechts-Schema der Politik, das ist wahrlich nicht perfekt. Aber das Links-Rechts-Schema der Politik ist ganz offenkundig das, nachdem dieser Deutsche Bundestag bei seinen Fraktionen mit einer Ausnahme sortiert ist. Jeder kann das sehen. Jede Besucherin, jeder Besucher, der hier den Plenarsaal erklärt bekommt, versteht das und sieht das. Jede Schülerin, die über den Bundestag in der Schule lernt, versteht das. Es gibt nur eine einzige Anomalie, nämlich, dass die Freien Demokraten nicht in der Mitte sitzen. Denn wir sind eine Kraft der politischen Mitte und deshalb gehören wir auch in die Mitte des Plenums, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. So war und ist es in der klaren Mehrheit der Parlamente weltweit. So ist es übrigens auch in ganz vielen Landtagen, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz, im traditionsreichen Baden-Württemberg. So war es übrigens bis 2018 auch in Hessen. Da saßen die Freien Demokraten traditionell in der Mitte des Plenums, bis Volker Bouffier mit seiner Mehrheit entschieden hat, dass die Freien Demokraten gegen ihren Willen rechts von der Union gesetzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so war es übrigens auch in Bayern. Da saßen die Freien Demokraten immer in der Mitte des Maximilianeums, wenn sie dem Parlament angehört haben, bis 2018, wo die CSU mit ihrer Mehrheit entschieden hat, dass die Freien Demokraten gegen ihren Willen nach rechts gerückt werden. Faseln Sie doch nicht von Arroganz der Macht und Respektlosigkeit, wenn Sie das selber in Hessen und Bayern machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Von Ihnen lassen wir uns da nicht zur Arroganz der Macht erzählen, wahrlich nicht. Und kommen Sie mir auch nicht bitte mit, das war schon immer so. Das ist ja das Argument, was angeführt wurde. In der Paulskirche, im ersten gewählten Parlament auf Bundesebene demokratisch, da waren die Fraktionen von links nach rechts nach politischem Spektrum sortiert. Und wo saßen die liberalen Gruppen? In der Mitte. In Weimar
Da saß die DDP, die Partei von Walter Rathenau, nach dem heute unser Fraktionssaal benannt ist, die Partei von Friedrich Naumann, nach dem unsere Parteistiftung benannt ist, die Partei vom ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, saß in der Mitte und rechts von ihr das Zentrum, eindeutig ihre Vorgängerpartei. Es war nicht immer so, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern die Freien Demokraten, die Liberalen gehören diesem Land in die Mitte, auch im Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Natürlich ist die Mitte vielfältig. Wir repräsentieren sie nicht alleine. Das ist auch gut so. Deswegen sind wir als demokratische Partei in der Mitte koalitionsfähig. Aber es kann doch kein Zweifel bestehen, dass SPD und Grüne sich als Mitte-Links-Parteien begreifen. Und es kann doch auch kein Zweifel bestehen, dass Sie sich auch als konservativ begreifen, also als Mitte-Rechts-Parteien, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Liberalismus, das ist die Verbindung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Freiheit. Ich bin stolz drauf, dass der Präsident von Gesamtmetall den Koalitionsvertrag, den aktuellen, lobt als besser den, an dem Sie beteiligt waren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Ich bin stolz darauf, dass wir für Marktwirtschaft stehen und für gegen Steuererhöhung. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin auch stolz darauf, dass wir für gesellschaftliche Freiheit stehen. Diese Koalition, die liberalisiert die Reproduktionsmedizin, die verbannt die Vorratsdatenspeicherung aus dem Gesetz, die modernisiert das Staatsbürgerschaftsrecht, die schafft Verantwortungsgemeinschaften. Und für all diese Vorhaben wird diese Koalition von rechts von Ihnen kritisiert. Das ist doch auch die Wahrheit und der Traditionsbestand, den wir abbilden müssen in diesem Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich respektiere das, weil diese Breite des demokratischen Spektrums und der Meinungsstreit hier zu unserer Demokratie dazugehört. Aber das macht doch deutlich, dass das nachvollziehbare Anliegen, das Plenum hier nach dem Links-Rechts-Spektrum, nach dem politischen Spektrum zu sortieren, dass sich das gegen niemanden richtet. Sie selber diffamieren diese Koalition ja nicht als Links-Rechts, sondern als Links-Gelb. Und die CSU beispielsweise hat gerade in ihrem Mitgliedermagazin ein fiktives Interview mit Franz Josef Strauß abgedruckt, auf 4 Seiten. Ich habe das mit Interesse gelesen, weil Franz Josef Strauß, der hat mal gesagt, rechts von der Union soll es keine demokratische Partei geben, die unzweifelhaft auf dem Boden der Verfassung steht. Franz Josef Strauß soll seinen Willen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn dafür sorgen wir hier im Deutschen Bundestag. Es gibt kein historisch schlüssiges Argument gegen die Sitzordnung, die wir heute hier beschließen wollen. Es gibt auch kein sachlich schlüssiges Argument, liebe Kollegen von der Union. Es gibt einfach nur, dass das zuletzt so war. Es gibt einfach nur ein bisschen Gewohnheit. Ich verstehe, dass aus konservativer Perspektive man etwas nicht verändern will, an das man gewohnt ist. Wir sind, ehrlich gesagt, anderer Auffassung. Wir sind der Auffassung, man verändert etwas, wenn es dafür einen vernünftigen Grund gibt. Deshalb beschließen wir das heute und danach streiten wir wieder über die Sache. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, hat unter anderem ein Interview erwähnt, das er gemeinsam gegeben hat mit Thorsten Frey. In der vergangenen Woche war das. Und jetzt raten Sie mal, bei welchem kleinen, tapferen Sender das stattgefunden hat. Der Bundestag diskutiert weiter über die Sitzordnung hier im Plenarsaal. Und da ist auf der Rednerliste jetzt vorgesehen Stefan Brandner aus der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, welch unwürdiges Schauspiel. Ich hoffe wirklich, dass viele Millionen Menschen draußen mal schauen, was hier in diesem Bundestag los ist. Zu welchem Kasperle-Theater Sie diesen Bundestag haben verkommen lassen. Heute Morgen sollte über einen 60 Milliarden Nachtragshaushalt 30 Minuten debattiert werden. Wir sind dann Gott sei Dank eingeschritten, dann wurden 60 Minuten draus. Normalerweise wird über Auslandseinsätze der Bundeswehr, wo es um Leben und Tod unserer Soldaten geht, 30 Minuten debattiert.
Und das machen wir jetzt. Wir debattieren 30 Minuten lang, weil ihr nicht nebeneinander sitzen wollt, weil der Sitzplan durcheinander geredet ist. Ja, wie krank ist denn sowas? Wichtige Debatten gehören hier ins Haus und nicht so ein Kasperletheater, wer neben wem sitzt. Und ich nehme es vorweg. Uns ist sowieso wurscht, wer neben uns sitzt. Wir sitzen sowieso demnächst überall. Von daher ist es das ganz egal. Kasperletheater. Aber wenn Ihnen das so wichtig ist, und ich kündige das für die AfD-Fraktion an, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann können wir gern am Ende der Debatte eine namentliche Abstimmung darüber machen und mal sehen, wer sich namentlich wie positioniert. Ich bitte das hier den PGF aufzunehmen. Meine Damen und Herren, 736 Abgeordnete mal eine halbe Stunde sind ungefähr 380 Mannstunden, die wir jetzt darauf verschwenden, dass die hellbraune Koalition, wenn man Rot und Grün vermengt und ein bisschen Gelb dazu mischt, kommt da hellbraun raus, dass die hellbraune Koalition jetzt wirklich die Sitzordnung hier ändern möchte. Sollen sie tun? Wir haben nichts dagegen. Die CDU kann sich gerne neben uns setzen. Sie kann viel lernen. Wie geht gute Oppositionsarbeit? Das ist bei uns zu lernen. Wie geht vor allem korruptionsfreie politische Arbeit? Das kann man von uns lernen. Und so langsam, liebe CDUler, verbindet uns ja auch, dass es uns glücklich macht, dass Merkel weg ist, oder? Das sehe ich Ihnen an. Also wir werden, glaube ich, auf eine gute Nachbarschaft hier hinarbeiten und sind im Endeffekt sehr, sehr froh darüber. Insofern könnte man meinen, dass wir als AfD da richtig geschickt vorgegangen sind, denn wir wollen neben diesem blasierten Typen von der FDP auch nicht mehr sitzen. Es ist unerträglich, was in dieser Fraktion in letzter Zeit los ist. Je näher die sich so an die Macht heranrobbten, desto blasierter wurde diese machtversessene, machtvergessene, grün-links-devote Postengrabschertruppe von der FDP. Ekelhaft, was aus dieser Partei geworden ist. Von uns auf die linke Seite am besten so weit weg wie möglich von uns. Apropos Postengrabscher, auch was an sexistischen Sprüchen und Anmachen aus der FDP-Truppe kommt, das werden Sie dann hier von den Grünen demnächst erleben. Wir haben da graumelierte Freiheitskämpfer der FDP, die robben sich schamlos an die AfD-Abgeordnetinnen heran. Der Fraktionsvorsitzende berichtet mir von lüsternen Blicken einer verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP. Er fühlt sich sexuell belästigt. Es ist eine Katastrophe, was da ist. Sie hören Sprüche, sperrt die AfD in Lager. Sie hören Sprüche, ihr kommt zu viel aus dem Ossiland. Das ist eine verkommene Gurkentruppe geworden. Wir wünschen uns wirklich, dass die so weit weg wie von uns sitzen wie möglich und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft zur CDU, zur CSU im Sinne einer guten, konstruktiven Oppositionsarbeit. Vielen Dank. Stefan Brandner aus der AfD-Fraktion. Was soll man sagen? Wir geben rüber in die Bundespressekonferenz nicht weit von hier, denn da gibt es die wöchentliche, in den letzten Monaten und Jahren jedenfalls wöchentlich immer stattgefunden habende Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Der Bundesgesundheitsminister hat gewechselt, die Pressekonferenz bleibt. Ich gebe rüber in die Bundespressekonferenz. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich kann verstehen, dass wir hier eine Debatte führen, wer sitzt künftig neben der AfD im Deutschen Bundestag. Weil das ist das eigentliche Thema, über das wir reden. Und ich verstehe jeden hier im Haus, der sich schämt, neben Ihnen zu sitzen. Und weil hier so ein paar Argumente gefallen sind, will ich noch mal sagen, worum es geht. Natürlich hat der Kollege Frei damit recht, dass man Dinge einvernehmlich im Ältestenrat klärt. Nur dieses Thema ist nicht einvernehmlich im Ältestenrat zu klären. Und deshalb muss es dorthin, wo es geklärt werden kann, in das Parlament, im Deutschen Bundestag. Und deshalb wird es hier heute entschieden, Herr Kollege Frei. Und wieso haben wir dieses Thema ohne Debatte aufgesetzt? Weil wir finden, es muss entschieden werden, aber wir brauchen auch keine lange Debatte dazu. Die Bürgerinnen und Bürger da draußen, die erwarten von uns, dass wir über die Pandemiebekämpfung sprechen. Die erwarten von uns, dass wir ihnen Antworten geben, wie wir Arbeitsplätze sichern in dieser Transformation. Die erwarten von uns, wie wir die Klimakrise bekämpfen, die Demografie und die Globalisierung. Deshalb haben wir das ohne Debatte aufgesetzt. Es ist ihr gutes Recht, von dem haben sie Gebrauch gemacht.
Debatte aufzusetzen, der stellen wir uns auch hiermit an dieser Stelle. Und lassen Sie mich zum Schluss kommen, sagen, wir haben gestern die Regierungserklärung vom Kanzler der Ampel gehabt, von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat viele Antworten auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger gegeben. Und für uns alle ist klar, wir sind eine Koalition der Mitte, und deshalb stimmen wir heute als SPD auch der Veränderung dieser Sitzordnung zu. Ich grüße Sie herzlich von hier aus und gebe das Wort dem Kollegen Jan Korte von der Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das, glaube ich, wird bis jetzt die beste Debatte, die wir in dieser Legislaturperiode hier hatten, will ich mal voraussagen können. Es fällt doch ein wenig auf, und da möchte ich was zu sagen. Kollege Frey, ich finde das schon relativ bemerkenswert, das muss ich ja mal sagen, wie Sie und Ihre Fraktion 30 Jahre mit meiner Partei, damals der PDS und dann der Linksfraktion, umgegangen sind und sich jetzt hier hinstellen, weil es jetzt Ihnen einmal hier an den Kragen geht, diese Weinerlichkeit, das ist wirklich sehr traurig. Das muss ich Ihnen aller Zeit mal sagen. Das ist ein Heulsusentum sondersgleich. Ich möchte kurz begründen, warum müssen wir uns heute mit dieser zunächst auf den ersten Blick mittelwichtigen Frage überhaupt beschäftigen. Zunächst einmal sagt etwas dieser Antrag aus, dass überhaupt gestellt werden muss über die braune Kaspertruppe dort vorne. Das ist ja das eigentliche Sinn. Das sagt nämlich aus, Sie haben ja plakatiert, Deutschland aber normal, war, glaube ich, Ihr Slogan. Und ich kann hier zumindest mal für die demokratischen Abgeordneten feststellen, jeder normale Abgeordnete möchte nicht neben Ihnen sitzen. Das ist ja erstmal hier die Sachlage, mit der wir es hier zu tun haben. Das gilt für alle anderen Fraktionen. So sieht es hier mal aus. Um das auch mal in aller Klarheit zu sagen. Warum sollte die Union und meine Fraktion Die Linke findet dieses Verfahren vielleicht etwas unglücklich, wie es gewählt wurde, aber wir tragen es inhaltlich mit. Warum? Ich möchte es begründen. Zunächst einmal gibt es das Links-Rechts-Schema seit der großen französischen Revolution. Und deswegen hat das einen bestimmten Grund und ist auch sehr sinnvoll, denn auch wir als Linke halten daran fest, dass wir die Politik einordnen und analysieren müssen anhand des Links-Rechts-Schemas. Dabei bleiben wir, und das hat auch sehr gute Gründe aus historischer Verantwortung. Jetzt will ich aber auch politisch aktuelle Gründe dafür anführen, warum Sie dorthin müssen und Sie dorthin müssen. Das will ich sagen. Gestern bei der Rede Ihres Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, es hört ja nicht auf bei Ihnen, ja, und da müssen Sie gucken. Herr Kollege Frey, Sie haben eben gesagt, bedenke das Ende. Also das ist erst mal etwas, das haben Sie so, wie Sie mit uns immer umgegangen sind, nicht bedacht. Das sehen Sie dann jetzt heute. Das ist aber eine andere Frage. Ich will aber noch mal was sagen. Ich will das auch tagespolitisch aktuell machen. Ralf Brinkhaus sagte gestern an dieser Stelle, zum wiederholten Male, wie Sie das die ganze Zeit tun, dass Sie weder mit der AfD noch mit der Linken etwas zu tun haben wollen. Also diese Gleichsetzung von links und rechts, das ist eine Tradition von rechtsreaktionärer Geschichtsschreibung, für die insbesondere Ernst Nolte steht. Und wer so rumschwätzt, darf sich nicht wundern, dass er dann weiter nach rechts gesetzt wird. Das ist mal die Sachlage hier. Ja, ich kann nicht stimmen. Ja, lesen wird unterschätzt. So, dann will ich zum Zweiten noch einen inhaltlichen Grund geben. Sie haben insbesondere in den letzten Jahren die AfD erst stark gemacht, weil Sie die ganze Zeit, insbesondere Kollege Dobrindt, ist ja gerade anwesend, Söder hat das dann bis vor 2 Jahren gemacht, dann hat er was ganz anderes gemacht, haben Sie das Zeug nachgeplappert, insbesondere zum Bereich der Migration, und haben die Truppe erst mit stark gemacht. Auch das ist ein Grund dafür, dass Sie weiter rechts sitzen müssen. Das ist nämlich die richtige Schlussfolgerung. So, und dann will ich Ihnen noch mal sagen, ich habe meinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. Also ich glaube, Sie haben in Sachsen-Anhalt, Thüringen und überhaupt in den ostdeutschen Landesverbänden der CDU doch mal ein fettes Problem. Denn die Tür zu den Nazis ist bei Ihnen dort nicht zu. Die ist sperrangelweit offen. Das müssen wir erklären. Vielleicht hilft es dann. Das ist mal die Lage, in der wir sind. So, und da Und da Politik natürlich ein politischer Prozess, ich will es schon sagen, also bei der FDP, nach der Gründung der Bundesrepublik wäre das nun wirklich falsch gewesen, wenn Sie dort gesessen hätten. Da gehörten Sie in der Tat an den rechten Rand. Das muss man hier fairnesshalber mal sagen. Also es gab eine Zeit nach Ihrer Gründung 1948, da gab es den alliierten Hochkommissar McCloy, der hat mal überlegt, ob er den NRW-Verband der FDP mal verhaftet, weil er das halbe Reichssicherheitshauptamt und so rumhing in ihrer Zeit. Aber ich kann ja feststellen, dass sich da sehr viel geändert hat. Und deswegen finde ich das eine legitime Forderung,
Forderung und meine Fraktion wird das heute hier unterstützen. Ich kann abschließend sagen, für uns als Fraktion Die Linke, leider Gottes etwas kleiner geworden, aber ich kann eins feststellen, wir sind stolz und sitzen gerne hier ganz links außen, denn weltweit sitzen dort in den Parlamenten diejenigen Kräfte, die schon immer für eine Idee der Freiheit und Gleichheit am konsequentesten gekämpft haben. Und deswegen sind wir ganz in Ordnung mit der Sitzordnung und unterstützen den Antrag. Vielen Dank. Das Wort für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Patrick Schnieder. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn ich mir die Beiträge der Koalitionsfraktionen hier vor Augen führe, fühle ich mich erinnert an die Regierungserklärung von gestern. Die Tagesschau hat dazu gesagt, viel geredet, wenig gesagt. Inhaltlich haben Sie überhaupt kein Argument für das Ansinnen geliefert, die Sitzordnung heute zu ändern. Sie haben in der Sache im Vorfeld dieser Debatte einen Grund genannt. Und heute hat die Linke Ihnen sekundiert, Ihnen von der FDP sekundiert, Sie wollen nicht neben der AfD sitzen. Das ist ja nun wirklich ein Kindergartenargument. Aber im Übrigen gilt das für alle Fraktionen hier. Es gilt vielleicht nicht für eine Fraktion. Das, was Herr Korte gerade gesagt hat, würde ihn dazu prädestinieren, den Platz neben den Rechten hier im Parlament einzunehmen. Sie haben Ihren Antrag, und es geht ja auf die FDP zurück, alleine damit begründet, dass Sie über 200 Jahre parlamentarische Tradition hier referiert haben. Und wenn wir dabei feststellen, dass die FDP mal mehr oder weniger rechts gesessen hat, mal mehr oder weniger in der Mitte gesessen hat, dann sagt das nur eines aus, nämlich Ihre politische Beliebigkeit, wenn Sie in diesem Schema rechts-links weiterdenken hier. Und eines kann ich Ihnen nicht ersparen. Und das merkt man ja bei den Redebeiträgen Ihrer Koalitionspartner. Das sieht man auch an den Redezeiten, die verteilt wurden. Denen ist das doch peinlich, darüber zu reden. Und Sie müssen uns doch nicht den Vorwurf machen, dass wir hier eine Debatte führen. Sie haben das Thema aufgemacht, als gäbe es nichts Wichtigeres in diesem Lande, als die Sitzordnung im Deutschen Bundestag zu ändern. Und dann ist dieses Verfahren an Intransparenz ja nicht zu überbieten. Auch das müssen Sie sich mal hinter die Ohren schreiben. Gestern ist der Antrag eingegangen, dass man als ohne Debattenpunkt heute über diese Frage redet. Es ist im Normalfall so, das ist parlamentarische Tradition, dass wir über Fragen, die das Parlament als Ganzes betreffen, im Ältestenrat reden, aber nicht im Verborgenen und geheim und ohne Aussprache. Und deshalb haben wir zu Recht das heute hier als Debatte aufgesetzt, um zu zeigen, wie Sie mit diesem Parlament umgehen. Und auch das erinnert mich an die Regierungserklärung von gestern. Da hat der Bundeskanzler gefühlt in jedem zweiten Satz abgewechselt zwischen den Worten Respekt und neuer Stil. Wenn das der neue Stil ist, dann muss ich sagen, ist ein schlechter Stil, den Sie hier praktizieren. Und ich kann nur betonen, es ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten, so mit der Opposition umzugehen. Denn der einzige Grund, warum Sie die Sitzordnung ändern wollen, ist der, dass Sie sich als Koalition prominent in die Mitte des Parlaments sitzen wollen, die Opposition an den Rand drängen wollen. Das ist schlechter Stil, das ist Respektlosigkeit, und deshalb lassen wir Ihnen dieses Verfahren auch nicht durchgehen. Damit schließe ich die Aussprache. Geklatscht werden darf natürlich auch, nachdem die Aussprache geschlossen ist. Und ich komme zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 268 mit dem Titel Sitzordnung im Plenarsaal des Bundestages. Wer stimmt für diesen Antrag?
Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist dieser Antrag angenommen. Bei Zustimmung durch die Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Dagegen hat gestimmt die Fraktion der CDU, CSU, die Fraktion der AfD hat sich enthalten.